Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Emerald. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge auf der Siegesstraße komplett gesackt, die ganze Zeit den Weg nicht gefunden und dann noch ein Pokémon verloren. Lief also alles perfekt. Als ich dann offscreen rausgefunden habe, wo der Weg weiter ist, hat mich das schon sehr gefreut, wenn man bedenkt, dass ich hier den ganzen Weg abgelaufen bin, aber dann hier runter bin, ohne diese Leiter zu beachten. Diese Leiter, die mich instant weiterführt. Und wisst ihr, was noch toller ist? Die führt mich so ziemlich direkt ans Ende. Ich bin so gut wie fertig mit der Siegesstraße. Mir fehlen wirklich nur noch ein paar Meter. Dann sind wir hier einfach durch. Oh Gott, das könnte jetzt mies werden. Explosion! Oh Gott! Warum kann fucking Kramurks Explosion? Das war ein leichter Schockmoment. Oh, habt euch verwechselt. Na toll. Das ballert trotzdem. Alter, die Explosion. Und warum zur Hölle hat dieses Viech so viele HP? So. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich hab nur normale Attacken. Und es benutzt Konfusstrahl. Ich bin sehr lucky im Moment. Da kann mir keiner was sagen. Danke! Ziel ist doch Vorentwicklung von meinem Bob. Ja, sehr seltsamer Sprite. Tritt drauf. Hutut kriegst du ja wohl auch hin. Zack. Also, das war jetzt nicht so nötig, was mit Beyblade da abgegangen ist. Ich muss aber sowieso noch mal... Hier ist eine Leiter? Ich glaube, die ist optional. Ich glaube, die ist... Nee. Ich bin wieder hier? Aber doch, doch, hier ist der Weg. Hier ist der Weg, hier geht's zum Ende. Und wenn ich sage, hier geht's zum Ende, heißt das, ich weiß nicht, wie viele Trainer hier noch warten. Aber auf jeden Fall ist das die letzte Gerade vorm Ziel. Schütz dich doch nicht sehr. Ein Full Restore, Alter. Naja, hier tut's mich eigentlich nicht. Die Wing Attack war unnötig. Ich habe Angst, dass ich mich jetzt selbst vergifte damit. Ich habe keinen Bock. Ich kann doch nicht immer bei einer Verwirrung mich selbst treffen. Jetzt mal for real. Ich bin halt schon leicht unlucky, kann das sein? Ich treffe bei Verwirrung immer mich selbst. Mann, du hast halt so ein scheiß Moveset. Aber du gehst trotzdem mal vorne hin. Oh nein, Doppelwen habe ich an zweiter Stelle. Bob, okay, Bob. Bob ist komplett broken jetzt gerade. Guterweise. Man sieht warum.
50. Willst du mich verarschen? Das Ding lebt mit einem HP. Wow, das hat sogar für beide gereicht. Na, Akani. Aber die Sache ist die Slash, Surf und raus. Lief nicht schlecht. Und das müsste es gewesen sein. Pokémon-Liga. Wir sind da, Leute. Das Finale dieser Randomizer Nuzlocke-Challenge steht an. Wir stehen direkt vor der Pokémon-Liga. Mein Team ist nicht ganz richtig aufgestellt. Denn Voodoo kommt natürlich auch mit. Sollte ich die Liga nicht schaffen, habe ich nur noch diese Auswahl an Pokémon. Und das wäre verheerend. Ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass ich einen Versuch habe. Wenn ich mit diesen Pokémon die Liga nicht schaffe, Alter, ich habe ja voll wenig Geld. Wenn ich mit diesen Pokémon die Liga nicht schaffe, dann war es das eigentlich. Von denen habe ich genug. Ich baller lieber alles in Tränke. An sich, die reichen. Legen wir los. Wir schaffen es heute nicht, denke ich. Aber wir werden das erste Top-4-Mitglied bekämpfen. Nur noch Trainer mit allen Orden dürfen hier weiter. Und der Moment ist für uns gekommen, das Finale der Randomizer Nuzlocke Challenge zu bestreiten. Schaffen wir es und besiegen und schaffen die Liga, besiegen den Champ, oder werden wir scheitern und unser Team wird zerfallen. Und ich kann mich irgendwie gerade nicht konzentrieren, weil nebenbei im Discord einer seinen Status auf das Fleckmon-Gehirn geändert hat. Danke dafür. Los geht's. Man kann nicht mehr zurück. Was jetzt gemacht wird, gilt. Habe ich noch irgendwelche Items, die ich verteilen kann? C1-Sense. Slightly boosts Water-Type-Moves. Hat noch wer? Es hat keiner außer Bob Water-Type-Moves. Und der hat ja bereits Mystic Water. Hallo? Nein, es sieht nicht so aus, als könnte ich noch irgendwas machen. Ich kann mal gucken. Hier, sowas. Genau an dich habe ich gedacht. Wir müssen mit diesen Pokémon die Liga schaffen. Und wir dürfen auf kein... Alter, 3 VMs. Wir dürfen auf keinen Fall irgendwie etwas zurückhalten. Das erste Top-4-Mitglied. Moin, Ibims, Sydney, keine Ahnung, wie ich auf Deutsch heiße. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, welchen Typen der im Original hat. Unlicht, glaube ich, aber... Jedenfalls, wenn es derselbe ist wie ein Omega Rubin Alpha Saphir, das weiß ich nicht. Wenn ja, dürfte es Unlicht sein. 5 Pokémon und er beginnt echt nicht gerade schwach. Das Ding kann gleich sehr gut drücken. Und es benutzt Delegator. Aber es ist weg.
und es muss eine Runde aussetzen. Ich kenne diese Attacke nicht. Typ Kampf vermutlich. Oh Gott, war das dumm von mir. Ich kann den doch gar nicht angreifen. Yo. Okay, Angriff gesenkt. Ein Full Restore. Der nimmt keinen Damage. Gebt euch den. Nein. Wie? Ich kann mich doch nicht immer selbst treffen. Was soll denn das? Was ist das? Heute irgendwie. Wie oft war ich schon verwirrt? 7-mal und habe mich 7-mal selbst getroffen oder sowas. Irgendwie in die Richtung. Ja, jetzt ist mein... Der wechselt auch noch aus. Bob ist beinahe tot. Ja, erstes Pokémon vom Gegner, erstes Teammitglied raus. Ich werde auf jeden Fall auswechseln, aber ich nutze vorher die Zeit, um ein bisschen zu healen. Earthquake. Jawohl, der Surfer haut's raus. Jawohl, One-Hit. Despota. Ich meine auch Wasserschwäche, aber es ist Despota. Und der Sandsturm. Vergesst es, wir haben die Liga auf jeden Fall verloren. Was ist denn das, der erste Typ? Der erste ist schon komplett OP. Was will ich denn gegen den machen? Und der nutzt noch einen Full Restore. Du kannst mich doch mal am Arsch lecken. Jo, das ist dann wohl die letzte Folge der Randomizer Nuzlocke Challenge. Jetzt mal im Ernst, was ist dieses Kack? Komm. Stimmt, das hat ja auch noch den Cooldown. Normaltyp. Zwei Pokémon sind schon tot. Wahrscheinlich kannst du mich jetzt hier irgendwie auch komplett rausballern. Ich verfehle natürlich instant. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir... Ein Crit! Ja, komm! Die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Liga noch siegreich... Es kann nicht sein, ey. Kann mir mal wer sagen... Kann mir mal wer sagen, wie viel Pech man haben muss. Es hat Schlafrede. Warte, war Voodoo nicht eins der beiden, das gerade weggestorben ist, oder bin ich dumm? Nee, Bob und Kravums, oder? Shadow Ball wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, sehr schön. Erstes Top-4-Mitglied ist raus. Und erste zwei meiner Teammitglieder auch. Es fehlen noch drei Top-4-Mitglieder und der Champ. Ich denke, nicht mal meine Items werden ausreichen. Ja. Ich kann das ja auch gar nicht groß kommentieren. Es ist einfach Bullshit. Warte, ich muss mal gucken wegen AP. Ich bin mir relativ sicher, dass hier...
Ah ja, war sogar von allen mit dem Ding. Jetzt weiß ich auch, was mir fehlt. Ich habe nichts, um AP aufzufüllen. Ja, dann mal viel Spaß beim Zugucken. Eigentlich Typ Geist, zweites Top-4-Mitglied. Startet mit dem Keck. Sicher tankt das Ding. Ey, die können mich echt allesamt. Nein, ich wollte nicht noch ein Psybeam. Du tankst noch einen Hit. Ey, komm! Verschwind anders hier! Warum mache ich das überhaupt? Der ist ein Bodentyp im Moment, also trifft's. Jo, halbes Team weg. Wir sind am Anfang des Level 50 auch noch. Willst du mich schon verarschen, oder? Overpowerter können die Gegner schwer werden. Was ist das? Ich habe keinen Plan, was das ist. Na toll. Eins der größten Abfuck-Pokémon der gesamten Geschichte. Tank ich noch einen Hit? Im Durchschnitt habe ich bisher 40 mit. Rest. Der Rest war aber voll gut für mich. Nein, jetzt benutzt der ein Exploud. Der wird einen Kampfmove haben. Nee, warte, Kampf ist ja nicht mehr. Trotzdem, ich werde den 51. Crit! Noch ein Crit! Sandama! Voodoo kriegt ein Level. Du willst mich schon fett verarschen, oder nicht? Was bringt's? Fucking Brutalanda. Mit Toxin. Und ich verfehl. Es war ein Crit. Ich hab nicht eine Top-Genesung, sehe ich das richtig? Doch, Full Restore hier. Wenn irgendwann ein guter Moment ist, dann jetzt. Ja, Crit noch. Crit halt noch, weil es so lustig ist. Und meine AP auf Rock Tomb gehen leer. Crit! Sandama hat richtig gut geregelt in dem Kampf. Aber noch ein weiteres Pokémon verloren. Wir spielen heute diese Liga fertig. Ich scheiß auf alles. Ich scheiß auf alles. Diese Liga geht heute durch. Ich rechne absolut nicht mit Erfolg. Ich werde auf keinen Fall mit einem nicht vollgeheilten Pokémon irgendwo reingehen. Im Notfall habe ich noch zwei von den Dingern. Aber bereits drei Teammitglieder raus. Vor allem, ich sag's wie es ist. Zumindest Beyblade und Bob sind für mich persönlich die stärksten beiden. Sandama hat gerade wirklich überraschend gut performt, muss ich sagen. Und ich will, das gönne ich mir jetzt schon mal noch, hier, ich mache mich jetzt nicht gerade auf 60 oder so, aber die Gegner spielen hier mit 50ern höher. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die jetzt, oh, Extreme Speed will ich halten. Wenn man bedenkt, dass die hier jetzt schon auf 51 manche Viecher hatte. Auf 52 will ich meine bringen.
Sandtomb ist schwach. Ich hätte gern Erdbeben. Oh, Arcania, deins ist zu wenig. Ich hätte gerne Erdbeben auf Sandama. So einfach fürs Design. Halbes Team weg. Hälfte der Top 4 Mitglieder geschafft. Aber es wird ja auch nicht leichter im Originaltyp Eis. Ey, natürlich komme ich direkt ins fucking Wasser-Pokémon rein. Aber Wasser, ihr seht, Wasser. Ich gehe mal das Risiko ein und guck mal, wie was das so macht. Ja, es war halt klar. Ich wechsle auf Voodoo, der wird aber auch übel kassieren. Ich bin outspeeded. Was wundere ich mich auch? Ich kann mich nur selber treffen mit dieser Scheißverwirrung. Ja, ich muss auf Arcani wechseln. Hoffen, dass ich keinen Crit kassiere. Und jetzt bin ich eh im Arsch. Ich kann Hyper Potion ballern. Er macht diesmal mehr Damage. Ich kann nicht gewinnen. Die Sache ist die, ich kann jetzt nicht mal Voodoo opfern. Ich würde lieber Voodoo als Arcani opfern. Aber wenn ich Voodoo jetzt reinwechsel, bringt das nichts, oder? Doch. Warte, dann ist sein Zug weg und im nächsten Zug sind wir dann beide einfach dran. Dann kann ich wieder mich heilen und schon bin ich wieder am Junge, ich hab halt nichts gegen Wassertypen. Sorry, Voodoo, aber das war's mit dir. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Jo, Sandama ist fast One-Hit. Ich könnte hoffen, dass ihm die AP ausgehen. Junge, was soll ich denn machen? Ich kann nichts tun. Ja. Ich kann nichts tun. Die Challenge ist rum. Sorry, aber es ist nicht vermeidbar. Das Ding ist halt auch noch so schnell. Ich habe nichts gegen Wasser. Ja, noch die Verwirrung. Und ein Crit, komm! Könnt mich alle mal! Ja, das war's. So. Ich sag's, wie es ist. Wir können es jetzt ja nochmal versuchen, aber... Das war's mit der Randomizer. In der Liga gescheitert. Und ich bin gerade fucking frustriert, jetzt mal im Ernst. Das merkt man auch. Ich sehe es nicht ein. Vor allem, ich glaube, die haben nochmal dieselben Pokémon. Jetzt noch das Telefon, leck mich doch alle. Wir sehen uns gleich. So, motherfucking Wasserstein. Wollte ich euch einfach zeigen, ich mache jetzt kein großes Drumrum. Ich bereite gerade das Wunder der Randomizer vor. Ihr seht hier, ein paar meiner Items habe ich aufgestockt. Hust. 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 Und jetzt bin ich gerade dabei, die Pokémon hochzupushen, um das Wunder zu schaffen. Ich sagte, wir machen heute die Liga noch, also mach mal das. Ich bin besser drauf, hab die Pokémon gelevelt. Das hier sind die Movesets. Der Typ hat mich sehr überrascht mit den TMs, wie man sieht. Man merkt, viele Attacken, Surfer und Blizzard vor allem kommen mehrfach vor.
Ich bin dumm. Ich hab nicht an die AP-Items. So, nächste Runde. Es sind wirklich dieselben Pokémon. Das hat nicht gereicht, um es zu one-hitten. Ich wollte nicht mehr. Okay, egal. Einen Moment nur. Es wird langsam dunkel. Ich habe mir mal Licht angemacht. Hat man vielleicht den Schalter gehört? Also das Persian. Komm, machen wir dich. Relikant. Ihr seht alle auf 53. Jawohl, er ballert. Relikant ballert. Mit diesem Team schaffen wir das Wunder. Wir holen uns die Liga. Oh Gott. Außer ich hab sowas. Nein, du bist auch schon... Baldur, erster Auftritt. Fuck. Ich hab vergessen, dass das Ding... Was hast du für eine Fähigkeit eigentlich? Na, gibt Sinn. Bitte überleben, Hit. Es überlebt genug. Genug, um Relikant zu heilen. Und Baldur. Und... sich selbst. Ja, gegen das Ding hat er leider nicht so was Gutes. Der Donner reicht nicht. Damit hätte ich rechnen können, um ehrlich zu sein. Der Erdbeben trifft halt hart. Als wenn. Wehe, du triffst dich selber. Ich bleib dabei. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht anders sein kann, als dass ich mich selber treffe. Und ich weiß, dass viele von euch vielleicht lame finden, wie ich auch jetzt an Items hochgestockt habe. Ich habe gerade ein absolutes Scheiß-Team drin und halte mich und klammer mich an die letzte Hoffnung, die ich habe. Nein. Hit! Was hatte er noch nicht? Oh, stimmt. Tyranitar. Es ist sau riskant, aber Baldur, ich glaube an dich. Der Bodentyp kann mir halt große Probleme machen. Guter Hit. Der Surfer reicht. Okay, letztes Mal zwei Pokémon gegen ihn verloren. Dieses Mal keins. Ich würde sagen, für euch ist noch alles heute. Ich nehme jetzt noch einen Kampf auf und nehme den Rest dann an einem anderen Tag, was vermutlich morgen sein wird, auf. Ah, kacke, ich hätte mir vielleicht merken können, womit die liegen. Ja, Keck, Leon. Der Keck. Oh Gott, das hat ja gar nichts gemacht. Jawohl. Einer geht noch. Wenn mir jetzt das Ding wegstirbt. Ich bin aber auch dumm, ich gebe dem Typ einfach Step Boost. Scheiß Paralyse. Oh nein, Ancient Power ist schon fast weg.
Der reicht jetzt. Korrigiere. Der reicht jetzt. Scheiße, welches war's? Ich hab keine Ahnung. Baldur. Ah, das Kackviech gab's ja auch noch. Pflanzegestein. Crit, Alter. Kannst mich mal. Pflanzegestein. Dagegen hab ich nichts. Auch wenn es offensichtlich zumindest keine Pflanzenattacken zu haben scheint. Ja, sowas war klar. Das macht nix. Dann würde ich mal sagen... Full Restore. Ich nutze die Zeit und heile meine Pokémon. Ich will testen, wie viel Damage ein Thunder... Frage ist, wird's wieder auf Erdbeben gehen? Sehr schön. Es ist sofort wieder wach. Und wir wissen alle, was passieren wird. Nein? Ich habe mich nicht selbst getroffen. Na, jetzt natürlich zweimal, wehe dir. Okay. Speed scheiße ich drauf, jetzt mal im Ernst. Das Problem ist, ich wollte gerade sagen, das Ding zieht mir die AP. Es weiß, dass das meine Schwäche ist. Gebt euch das! Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Nein. Meine AP machen das nicht mit. Dieses Kackviech. Als ob das so viel macht. Töte es. Es ist weg. Explode hatte der ja auch noch. Stimmt. Komm, auch mal ein Auftritt für dich. Du hattest noch keinen. Das sollte ein Thunder sein. Natürlich. Nein. Ja, sehr gut. Ich merke... Es war nicht die Schlechte. Warum kann eigentlich jeder Erdbeben hier? Ich meine, Bodenschwäche. 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 Und der Zitronen. Der hat ein HP. Raus. Der hat ja noch das Viech. Warte, wer von euch kann alles Blizzard? Du kannst Blizzard. Die habe ich es nicht gegeben, das weiß ich. Ihr drei könnt Blizzard. Sogar zwei Viecher noch? Echt jetzt? Das macht so wenig? Meine AP werden mich am Ende zum Verlieren bringen. Raus. Wirklich, das Ding lebt. Ah, das Ding noch.
Ja, hätte ich an sich jetzt gerne Gestein gegen, muss ich sagen. Meine AP sind komplett leer. Danke dafür. Ah, ja. So. Das Viech ist raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nee, für euch ist es immer noch heute. Also dieses Video. Nee, vergesst's. Tschüss. Ich meine, gleich geht's weiter. So, weiter geht's. Ich bin gerade natürlich sehr froh, dass ich mir jetzt so einen guten Zeitpunkt ausgesucht habe, wo ich schön viel Zeit habe und alles. Wir haben 16:45 am Abend. Ich bin vor ein paar Minuten aus der Schule gekommen. In rund einer halben Stunde gibt's Abendessen. Und ich muss noch eine... Ach, scheiße. Jetzt fällt mir erst auf, wie kacke das wirklich ist. Die leadet doch mit Kingdra. Worauf ich hinaus wollte... Ich muss noch das komplette Video für eine neue Walross-Edition, die 15, machen, was heute neben Thumbnail, Intro und Outro auch bedeutet 3 Charakterbriefe. Hydro Pump und Surf sind fast leer. Du brauchst die AP am wenigsten, offensichtlich. Du hast noch viel Surf. Du hast... Aha, Mann, ich hab halt nur 2. Ich werde mit dem lieben. Mit dem Penis. So. Das Viech, das meinen ersten Run beendet hat. Das macht nichts. Und ich sehe auch schon, warum. Plus, dass ich beim ersten Mal nichts hatte, um es gescheit zu... Ja, mach nur so weiter. Crit und raus. Seeking. Mann, warum ist mein Elektroball so useless? An sich, ich würde halt schon gerne auf den Donner nochmal gehen. Ach, weißt du was? Das Seeking wird mich, wenn ich mich vorher heal, nicht one-hitten können. Habe ich gerade richtig gesehen, das war ein Crit? Ja, war's. Scheiß Substitute. Der will mich schon ziemlich verarmen. Und der lebt! Er ist halt schneller, ne? Und ich verfehle. Bitte töte. Danke. Was ist denn das? Nicht wahr. Noch ein Wasser-Pokémon. Okay. Also um das zu sagen, selbst wenn ich das Kingdra irgendwie hätte besiegen können, ich hätte diesen Kampf nie im Leben geschafft. Ich habe schon meinen Bruder gecallt, dass der Champion only Wasser-Pokémon haben wird. Damit hatte ich Unrecht. Das dritte Top-4-Mitglied wird Only Wasser. So. Raus. Okay, das hat...
das ist nicht only Wasser. Wie sieht's bei dir mit Attacken aus? Komm, Baldur, du hast weniger Auftritte. Ah, ich habe sogar gedacht, das wäre die Weiterentwicklung. Nein! Ich war mir so sicher, dass der Gegner stirbt. Ja, und das war auch klar. Scheiß Crit. Denkst du, damit kommst du viel weiter? Digga! Jetzt mal im Ernst. RNG sagt aber hier auch wieder voll und ganz, wenn ich hier nicht so spielen würde, können... Nochmal Wasser! Jetzt mal for real. 5 Pokémon hat diese Trainerin. Ich hatte, als ich beim ersten Mal hier war, absolut nichts gegen Wasser. Und die hat Zedraking, Pilippa, Scheiße, eins habe ich vergessen. Und Aquana. Also was ich nicht vergessen habe, ist das Viech von gerade eben. Ich habe keine Ahnung vom deutschen Namen. Irgendeinen Wassertypen habe ich aber vergessen. Und es kann irgendwie nicht so sein. Irgendwie so. Ja, ich habe halt nichts sehr Effektives dagegen. Vor allem habe ich die Sorge, dass das Ding irgendwie Wasser absorbt. Oh, scheiße, ich dachte, ich hätte noch... Ich dachte, ich hätte zumindest noch AP. Auf Blizzard 0. Und das Ding hat offensichtlich zum Wasser absorbieren. Ich muss ein... Ich hab schon noch einen, was? Ja. Komplett lost, würde ich mal sagen. Also ich will ja nicht sagen, dass ich mit den AP hier nichts hinkrieg in den letzten 2 Kämpfen, aber ist ein Fakt, ne? So, Formio wird sich verwandeln. Ich verfehle nochmal! Also, ich hab wirklich... Jetzt mal im Ernst. Hier kann sich keiner beschweren. Ich hab zwar hier jetzt... Das scheiß RNG ist aber auch zu 100% gegen mich. Und das Ding tankt den Scheiß auch noch. Das gibt's doch echt nicht. Danke. Das Tolle ist, es gibt auch keinen Cheat, mit dem ich mir einfach hier auf der Stelle Items holen kann. Das heißt, ich muss mit den AP auskommen. Wenn die Gegner noch mehr Wasser-Pokémon droppen, heißt das... Wir verlieren die Liga. Erneut. Das letzte Top-4-Mitglied. Jetzt mal im Ernst, ich habe fast keine AP. Eigentlich ist der Typ hier ein Dragon-Type-Trainer. Na toll, und ich beginne gleich mit so einem Luck. Schwebe hat keiner. Willst du mich schon irgendwie verarschen, oder? Junge! Junge! Wie oft soll ich noch über... Kommt, leckt mich. Ich nutze das jetzt nochmal...
Aber um nochmal auf den Punkt bezüglich RNG zurückzukommen. Ja, ich würde am liebsten hier jetzt gar nichts machen. Ich hab mich geheilt vor dem Kampf, YOLO. Aber der Typ gibt mir ja die Zeit. Seht ihr? Und schon bin ich voll geheilt. Ein Kampftyp. Die einzige Psychoattacke, die ich im Team habe, ist Hypnose. Und ja, ne? Okay, ich dachte, das Ding könnte... Ja, noch ein Crit. Ich dachte, das Ding kann vielleicht Donnerschlag oder sowas und könnte damit gefährlich werden. Nidoqueen mit dem Bodenzweit. Mann, es ist mies. Nein, ich bin dumm. Baldur ist vermutlich tot. Donner! Okay. Das ist jetzt aber auch mal wieder komplett legit, ne? Das Fuckviech hat Donner. Einmal Heal hier. Einmal Full Restore hier. Ja, es hittet einfach gefühlt. Sag mal. Ich will mich hier ja echt nicht über RNG unterhalten, aber... Jetzt mal for real. Diese Liga hätte ich... Ich hätte 85 Versuche machen können. Diese Liga hätte ich... Nie im Leben hätte ich diese Liga irgendwie geschafft. Ja, der Blizzard ist leer, ne? Kannst du auch Donner oder so ein Bums? Ich muss hitten. Jawohl. Was? Freeze? Okay, verloren. Das Ding pumpt sich noch so in die Hölle, ey. Es kann doch gar nicht sein. Wir wissen doch alle, worauf der Kampf jetzt hinausläuft. Was? So wenig Schaden kann das nicht machen. Ey, es ist lächerlich. Ja, ich habe keine Attacken mehr. Formio ist für die Liga raus. Und das Viech wird mein ganzes Team rausnehmen. Ich kann es nicht töten. Dieses Ding wird mein Team auseinandernehmen. Weil ich es nicht hitten kann. Du hast wirklich auch nur noch ein paar Gegner an sich. Meine AP sind komplett im Eimer. Ich hab 2 Hits gelandet. Aber uns steht der fucking Champ bevor und wir haben keine AP. Ich muss einen Hit landen. Okay, es ist tot. Gengar hat er noch.
Unlichtattacke habe ich nicht dabei, ne? Ich habe nichts. Ja, ich würde sagen, dann ballern wir mal die letzten AP. Den letzten AP. Raus. Wechseln. Ballern hier noch. Das Ding hat auch noch Heal. Und tot. Ja. Die Elite 4 ist die Top 4 ist besiegt. Und was jetzt? Drei Pokémon. Nicht ein AP. So. Ich habe jetzt einen Cheat benutzt, mit dem man einfach zu einem bestimmten Ort sich teleportieren kann und hab mir den gegönnt. Items werde ich mir nicht holen. Wir sehen uns wieder zum Champ Battle. Ich hoffe, diesmal klappt alles. Ansonsten darf ich gleich die beiden Top 4 Mitglieder nochmal machen und habe keine Möglichkeit, mich zu heilen. Wir sind beim Champion. Es hat alles geklappt. Ich musste mich jetzt eben direkt zum Champion teleportieren, weil bei den Top 4 ja immer verschlossene Wände am Eingang waren und ich bei denen drinnen gelandet bin. Deswegen sind wir jetzt einfach nicht durch die Tür bei Drake gegangen, sondern haben das hier gemacht. Baldur ist jetzt natürlich auch am Leben, genau wie Elektroball, aber benutzen werde ich sie nicht. Und hier haben wir den Champ der Hoenn-Region, nur in Pokémon Emerald. Ich habe keine Ahnung, wie er auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist er sonst der 8. Arena-Leiter. Willkommen, Günther. Und er ist derjenige, der uns den Himmelsturm gezeigt hat. Es war super Sache da in der Stadt. Also, wäre natürlich auch nicht fair, wenn man sagen würde, du hast es alleine geschafft. Du hast mit deinem Pokémon gearbeitet. Unsere Pokémon lernen viel von uns und wir lernen viel von ihnen. Und jetzt werde ich es testen. Wer ist hier der Krasseste? Champion Battle! Sechs Pokémon, Champion Wallace. Fucking overleveled. Oh nein! Ich habe die Level jetzt verloren, die ich vorhin hatte. Hier, die beiden zählen nicht. Aber ich habe die Level verloren, die ich vorhin hatte. Heißt, ich kämpfe komplett underleveled. Der Typ geht, glaube ich, bis zur 60. Und leadet mit Sonnentag. Scheiß doch Paralyse an, Alter. Was ist denn das? Oh, ein Crit. Altaria. Ich bleib drin. Gönn mir ein Heal. Und geh auf den Blizzard. Heale erneut. Weatherball. Trifft und tötet. Ampharos. Mann, ich wollte jetzt vielleicht mal auswechseln, aber das geht ja wohl nicht gegen Ampharos. Ich meine, ich habe gefühlt nur Wasser im Team. Was wären das, wenn ich jetzt auswechseln würde? Einer von diesen beiden würde einfach richtig auf die Fresse kriegen. Hier Fireblast. Uff, macht nichts. Weatherball ist besser. Nein! Fuck!
Formio ist raus. Ich habe nur noch zwei Wasser-Pokémon. Zwei Wasser-Pokémon. Ja! Vierfach-Schwäche gegen Wasser! Sein drittletztes Pokémon hat eine Vierfach-Schwäche gegen Wasser. Und erhöht seine physische Verteidigung. Das ist so gut für mich. Das bringt ihm halt gar nichts. Vierfach-Schwäche gegen Wasser. Wirklich? Ja, eine Zitrobeere hilft wieder auch nicht viel. Und er macht nur noch mal dasselbe. Noch zwei. Zwei Pokémon gegen zwei Pokémon. Schaffen wir das Wunder? Können wir diese Randomizer Nuzlocke doch noch gewinnen? Ich meine, ich würde es jetzt auch nicht wirklich als vollständigen Erfolg zählen, nach allem, was passiert ist. Aber wenn ich diesen Kampf jetzt noch gewinne, es wäre trotzdem so krass. Komm, Antikraft. Er benutzt Regentanz. Ist er dumm? Ist er komplett lost? Okay, Shockwave ballert. Was? Das macht so wenig. 2 HP, Alter. Jetzt mal im Ernst. Hätte er damit... Ey, warum kann das jeder? Stellt euch mal vor. Was sollt ihr euch vorstellen? Stellt euch vor, das hätte 2 HP mehr Schaden gemacht. Ich hätte nur noch ein Pokémon gehabt. Mit einer fetten Elektroschwäche. Das hätte mich absolut zerstören können. Was? Sein letztes Pokémon. Ist das Pflanzenviech? Ich muss wechseln, egal was es ist. Ich habe an anderes Pflanzenviech gedacht, aber es ist Pflanze. Komm, Schläfers ein. Jawohl, erster wichtiger Schritt. Body Slam. Macht guten Damage. Komm, wir schaffen das. Noch ein Body Slam. Noch einen. Body Slam. Es ist paralysiert. Noch ein Hit. Ein Hit. Du wirst jetzt ja wohl nicht 90 Leben durch den Poison verlieren. Komm. Obwohl, wir wissen alle, was passiert. Ja. Ja, es war schon relativ klar. Aber trotzdem, das Matchup ist gut für mich. Und ja, das sage ich, wenn ich mit einem fucking Wasser-Pokémon gegen Pflanz drin. Ist ein Hit der Kill? Nein. Der Typ hat gar keinen Bock, mich in Ruhe zu lassen. Komm, Alter, wir müssen den Champion-Titel halten. Starker Hit. Heilt er wieder? Junge! Ich werde rausfinden, wo du wohnst. Und werde dein Haus anzünden. Wenn das Ding weg ist, hat er fast verloren. Der hat noch eins! Und ich habe keinen fucking Body Slam. Obwohl, warte. Obwohl, nee, ich bin so fair. Ich habe zwar mein eines Max ever zurückwärts, aber nicht nutzen. Das Ding da ist das nervigste letzte Viech, das er hätte nutzen können. Accritted. Weg. Nicht mehr viel. Komm.
Komm, YOLO! Hitten! Komm, sag mir, du hast keinen Heal mehr! Sag mir, du hast keinen Heal mehr! Komm schon, beende die Liga! Ich sagte, beende es! Ja! Ja! Der Champion ist besiegt! Uff! Diese Kämpfe hier in der Liga haben mich so an den Secret Boss von Ruby Destiny Rescue Rangers erinnert. Und es ist geschafft! Nach über einem Jahr und 28 Folgen. Hier, die Story juckt nicht. Ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen labern. Ich werde hier noch hinten dran schneiden. Ich werde hier noch hinten dran schneiden. Oh. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir sehen uns nach einem erneuten Battle wieder. Ich hab die Liga geschafft. So, ich glaube, ich habe einen Code gefunden, der mich direkt in die Hall of Fame bringt. Und dieses Mal deaktiviere ich den Cheat. Das Problem letztes Mal war nämlich, dass ich noch den Cheat aktiv hatte, durch den ich bei einem Raumwechsel dahin rauskomme, wo ich angegeben habe, was beim Champion war. Also ich habe jetzt keinen Kampf nochmal machen müssen. Ich habe einfach einen letzten Safe State geladen und einen neuen Cheat. Hier notieren wir, welche Pokémon es geschafft haben. Bisschen buggy. Und die Pokémon, die letztendlich in der Ruhmeshalle sind, wenn man es genau nimmt, nur du und du, Relikant und Poliwrath. Diese Pokémon sind das Team, das ich mit in die Liga genommen habe. Und ich werde noch einen Zusammenschnitt reinschneiden mit dem letzten Kampf, den jedes Pokémon hatte. Das heißt auch, Pokémon, die zum Beispiel aus dem Team verstoßen wurden, wie Eponym, werden Tribute erhalten. Okay, vermutlich werde ich da nicht den letzten Kampf, sondern den Moment, in dem es auf die Box gelegt wird, machen. Ihr werdet da noch eine schöne, sad, so eine richtig nostalgische, also ich hoffe, ich kann das so umsetzen, wie ich es euch jetzt vorschwärme, so eine richtig nostalgische Rückblende, schwarz-weiß mit allen Szenen. Und im Hintergrund irgendeine traurige Musik, in die ich hin und wieder einfach irgendwas, das ich im Projekt gesagt habe, einfüge. Zum Beispiel, wie ich meinen Stuhl wegwerfe. Und damit ist es nach über einem Jahr dieses Projekts. Hier stimmt, sind ja auch nochmal alle Pokémon. Nach über einem Jahr dieses Projekts ist es geschafft, vollendet. Die Randomizer ist abgeschlossen. Ja. Wie gesagt, es wird bereits bald die nächste beginnen. Ich weiß noch nicht, wann genau. Ich weiß auch noch nicht, wann genau das hier online kommt. Ich hoffe, noch diese Woche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich groß sagen soll. Es war schon, vor allem am Ende ist mir aufgefallen. Wirklich, die Emotionen, die es als Nuzlocke mit sich gebracht hat, waren schon extrem krass am Ende. Fragt mein Schreibtischstuhl. Oder auch Szenen von früher, diese Folge, die ich am anderen Tag aufgenommen habe. Diese Randomizer hat vor allem gegen Ende viele Emotionen mit sich gebracht. Es gab zwar eine Phase, die wahrscheinlich relativ langweilig zum Zugucken war,
als wir ohne Randomizer gespielt haben. Aber hey. Und es wurden inzwischen alle Pokémon gezeigt, deswegen spule ich wieder. Auch werde ich jetzt nochmal dem alten Team gleich Tribute zollen. Die wahren Helden dieses Projektes. Die Pokémon in der Ruhmeshalle haben sich ihren Platz dort verdient. Doch die wahren Helden sind andere. Und das wissen wir alle. The File is Corrupted. Ja, der labert jetzt, ich kann jetzt mit dem Schiff fahren. Afterstory-Zeug, das uns nicht interessiert. Das alles interessiert uns nicht mehr. Ja, der nationale Pokédex ist echt toll für eine Randomizer. Und zwar einfach kurz zu einem Pokémon Center. Ihr bekommt gleich die Animation. Ich verabschiede mich. Das war's mit dieser Randomizer. Bald beginnt die nächste. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Und ciao. Flygon hat es nie wirklich ins Team geschafft. Olaf in 500. Nach der ersten Arena verloren gewesen. Der Moment, an dem ich mich entschieden habe, dass es keine Nuzlocke sein wird. Ebenso wie Fett im Game. Warum gehe ich in diese Richtung? Manche Pokémon, die es nie wirklich ins Team geschafft haben. Stein ist und ist so. Nie wirklich bedeutend gewesen, meine Backup-Box, als ich die Pokémon verworfen habe. Pflanzi, noch relativ lange ein Teil des Teams gewesen, wurde letztendlich dann aber durch ein späteres Pokémon ersetzt. Zygarde, ebenfalls raus gewesen, als die Nuzlocke erneut begonnen hat. Ebenso wie Dodo. Eponym. Eine ziemlich traurige Geschichte. Gefangen, mich drüber gefreut. Doch bereits in derselben Folge haben wir ein stärkeres Pokémon gefunden. Und Eponym ist auf der Box verloren gegangen. Und nun zu den wahren Helden. Für mich sind die wahren Helden des Projekts vor allem die oberste Reihe. Unser Starter, Fragezeichen Man, hat den Encounter gegen ein Metagross leider nicht überlebt. Günther, der einzig wahre Protagonist der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Dumm wie es klingt, gefallen gegen ein Team Aquarüpel und sein Plusel. Bulbi, absolut unglücklich gewesen, als Ersatz für Pflanzi ins Team gekommen. Und dann im 7. Arena-Kampf in nur einer Runde ausgenockt worden. Tyrann. Ein Despotar. Steckdose. Ein Blitzer. Und für mich persönlich vielleicht das beste Teammitglied des gesamten Projektes. Und Vulko. Das Kamerupt, das Eponym die traurige Geschichte gegeben hat, die es hatte. Diese drei sind alle in einem Doppelkampf gegen Team Magma, Leader und Admin gefallen. Der Moment, an dem neue Helden sich erhoben haben. Girafarig. Beyblade. Der am längsten bereits auch mit diesen Pokémon im Team war. Akani. Das neueste aller Teammitglieder. Nach Kravums. Der leider in der Liga ein, zwei gute Dinge machen konnte und dann raus war. Voodoo, der mich leider nie wirklich beeindrucken konnte. Oder die. Sandama hat wirklich in der Zeit, die er in der Liga hatte, so viel besser performt, als ich dachte. Und Bob, die Legende. Das war's mit dieser Randomizer Nuzlocke.
Wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Viel Spaß mit der Animation, Rückblende. Ciao. Hallo, ich bin's, Dekoration. Nein! Ich sag's, wie es ist, das Ding, ein dreckiger Haufen Scheiße. Nein! Bei Chlorophyll. Nein! Das war mein Stuhl. Was soll denn das? Du willst mich doch komplett verarschen! Nein! Was ist das? Ich hab keinen Plan, was das ist. Das war mein Stuhl. Nein! Aber das Ding ist ein Hurensohn. Zwei Chlorophyll. Nein! Du willst mich doch komplett! Nein! Hallo, ich bin's, Dekoration. Ich sag's, wie es ist, das Ding, ein dreckiger Haufen Scheiße. Hallo, ich bin's, Dekoration.